Wer weiß, wie viel sie sich umgesehen haben. Du musst dich wahrscheinlich genau umsehen. Juhu. Im Moment sehe ich nichts. Eine sehr dunkle... Das hast du wohl nicht erwartet, oder? Nee. Du bist hier, weil du die Antwort auf eine deiner Fragen suchst. Ist es da nicht normal, dass dir auch das Traumreich zuerst geheimnisvoll erscheint? Es erscheint mir sehr dunkel. Okay. Keine Angst. Der Duft deines Opfers ist noch da. Es stellt mich zufrieden. Okay. Der Duft meines Opfers. Wenn man nicht gesehen hätte, darum was ich geopfert werde ich habe. Ich werde dich ins Dunkel bringen und dich zu denen führen, die du die Ahnen nennst. Ich wollte trotzdem sagen, wenn man nicht wüsste, was ich geopfert habe, würde das falsch klingen. Ja. Er ist kein Ahne. Er ist wie du ein Reisender. Wenn sein Führer ihn in deine Nähe bringt, solltest du ihn berühren, um so viel wie möglich aus dem Traumreich zu erfahren. Okay. Das Traumreich wird oft von solchen Wesen besucht. Sie suchen hier nach der Erleuchtung, die ihnen im wachen Zustand nicht zuteil wird. Obwohl sie nicht über die Weisheit der Ahnen verfügen und es nicht verstehen, das Traumreich zu formen, können sie hier doch vieles lernen. Manchmal suchen sie hier nur Zerstreuung. Wolltest du mir jetzt noch mehr sagen, oder war es das jetzt? Ich glaube, es ist fertig. Okay. Zerstreut bin ich. Piep. Okay. Ein Farbcode. Was ist das? Was? Was zum Geier tue ich? Hier irgendwelchen Sachen durch die Gegend. Juhu. Kennt ihr diese komischen Kugeln? Wenn man so anlangt, zieht man so komische Sachen hinter sich her. Genau das ist es. Nichts anderes. Jetzt bin ich da unten. Will es von mir? Will es? Komm, ich spüre, dass jemand eingetroffen ist, der die Macht hat, das Traumreich zu beeinflussen. Okay. Seltsam. Sie ähnelt den Ahnen und ist doch keine von ihnen. Sie ist auch keine Reisende, denn sie erwartet kein wacher Geist. Es scheint, als sei die Verbindung zu früh getrennt worden. Ich kann es mir nicht erklären. Aber dies ist die Person, die du suchst. Ah. Die Ahnen kommen. Sie werden versuchen, mit ihr zu sprechen. Die Ahnen wollen dir Traum formen, aber dafür brauchen sie deine Hilfe. Wenn du über sie streichst, kannst du Teile deiner Energie auf sie übertragen. So wird jeder der Ahnen in größere Harmonie zu den anderen gelangen. Wenn alle der Ahnen eins geworden sind, wird ihre Weisheit deine Frage beantworten. Okay, ich fühle mich ein bisschen bedrängt. Ich bin so lange still. Ich fühle mich sehr bedrängt. Solltest du jedoch nicht weiterkommen und frustriert sein, so berühre dein Amulett. Ich schicke dich dann ohne die Antwort zurück nach Serenia. Das alles grün machen.
Was? Okay, fangen wir von vorne an. Eingebaut. Den wollte ich nicht umfarben. Okay, das ist nicht einfach. Nicht mehr dran. Ach komm! Nein! Na gut, machen wir erstmal die Gänse, weil die halt weiß. Kann ich den nicht färben? Kann das sein, dass das vielleicht die Anfangsseele ist von dem, der da reingekommen ist? Oh, könnte natürlich sein, dass ich alles weiß färben muss. Natürlich eklig. Oh. Okay. Wenn das die also Geld wird zu weiß. 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 Okay, ganz kaputt. Ich hab bestimmt nur eine bestimmte Anzahl an Zügen. Versaut. Wieder nicht weiter. Kommt. Oh, sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, was du gerade machst.
Ist. Und wieder nicht weiter. Da ist eine rote! Such dir denn da! Was? Da ist noch ein grüner da unten. Ja, super. Die wollte ich beide da nicht haben. Du musst drei berührt haben, bevor sich der nächste umwandelt. Das war ein Mist. Okay. Weiß. Den will ich nicht. Weiß. Weiß. Mist. Komm nicht weg. Nein, warum? So, das ist auch alles weiß. Ich halt mal wieder weiter. Nein, war falsch. Nein! Ich bin jetzt zu weit gegangen. Das war zu weit. So. Hast es geschafft. Na endlich. Ich spüre die Weisheit der Ahnen. Pass gut auf, denn diese Erleuchtung wird dir nie wieder zuteil werden. Oh. Ich will's fotografieren. Kannst nicht fotografieren. Grün, rot, blau. Lila, gelb. Die Antwort wurde offenbart. Es gibt kein Zurück. Leb wohl, bis sich unsere Pfade erneut kreuzen. Aha. Hab noch nicht mal so schnell mein Handy zucken können. Was immer du auch gemacht hast, Paco, ich weiß, was ich getan habe. Ich habe alles weiß verwandelt, weil Ursprungsfarbe weiß war. Lass mich aufstehen, sonst springe ich vom Bett. Hoch. Also, ich habe jetzt die Weisheit mit Löffel gefressen. Ich weiß, dass drei Grundfarben, drei Komplementärfarben werden. Genau. Weiß zwar nicht, was mir das sagen will, aber ich weiß es. Jetzt, oh. Du bist zurück. Ja, das bin ich. Ich hatte gehofft, deine Erfahrungen im Traum teilen zu können. Aber man kann nicht immer nur hoffen, nicht wahr? Nicht, wenn so vieles, was die Ahnen uns gezeigt haben, bereits wahr geworden ist. Die anderen wollen das Dorf warnen. Ich werde hineingehen und die Erinnerungen beschützen. Ich werde niemanden einlassen, bis all das hier vorüber ist. Okay. Die ist in Wirklichkeit ein Shaolin-Mönch. Ginge es doch nur anders. Ah, nee, die macht die Tür einfach zu. In all unseren Träumen lastete die Aufgabe auf dir. Super. Viel Glück. So wie ja immer. ist ja nicht so, als es in einem anderen Urteil bis jetzt nicht in die Verantwortung immer auf mir lastete.
Ich bin immer der, der zu Besuch kommt oder der irgendwie ein Buch findet. Und dann so, oh, gut, dass du da bist. Wir haben genau auf dich gewartet. Denn nur du kannst es tun. Und dann denke ich mir, aber ich will doch hier nur Urlaub machen. Das ist so idyllisch hier. Nein, du musst die Menschheit retten. Aber warum? Warum nicht? Okay. Vielleicht darf ich jetzt ins Horn pusten. Pust ins Horn. Dann auf dem Horn rumhauen, ja. Okay. Dann eben nicht. Die anderen gehen ja schon das Dorf warm. Oh. Ganz Zeit Neues mir die Figur angucken. Da bist du ja. Ach nee, das ist die andere Dame da. Die sagt. Ja, das war. Ja, ja. Nein, mit der will ich. Das ist die andere Tante. Okay. Nein, Bisa, nicht weggehen. Wir wissen doch nicht, was wir tun. Und das zu Recht. Konnten ihn nicht aufhalten, er ist schon weg. Das ist ungünstig. Dann müssen wir das jetzt irgendwie so schaffen. Das ist überhaupt kein Problem, ich habe ja jetzt den Wolf. Ja, er hat ja jetzt die Erleuchtung gesehen. Mit den 6 Farben. Und jetzt weiß er absolut, was wir tun müssen. Ja, also ich glaube, ich bin dann auch mal weg. Okay, Paco. Du hast jetzt die 6 Wochen gesehen. Und wenn ich das jetzt so weitermache, habe ich gleich keine Zuschauer und keine Mitspieler mehr. Korrekt. Ich kann ja noch mal zu den Geisterfrauen gehen. Zu denen mit den Masken. Den sage ich dann, achso, den sage ich, ihr seid nicht da. Ja, war. Vielleicht kannst du jetzt, weißt du noch, wo das Bett war? Ja, ich habe ihn doch vorhin auf. Oh. Wir werden sie finden, nicht wahr? Oh. Er ist er wieder. Du wirst doch nicht aufhören, sie zu suchen, oder? Hast du dich nicht gerade eben eingeschlossen, Madame? Isha kam morgens immer hierher, wenn sie bei uns war. Und fütterte dann stundenlang diese Schmetterlinge. Ach, das sollen Schmetterlinge sein. Ich glaube, sie liebte sie mehr als jeder andere in ihrer Familie. Mehr als Cyrus und Achena. Ich war noch keine Beschützerin, als die Brüder hier lebten, aber die beiden interessierten sich mehr für die Gedächtniskammer und unsere Bestattungsriten. Als müsse man sich vor dem Tod fürchten. Vielleicht. Dieser Teilnehmer ist vorübergehend nicht erreichbar. Ja, danke, Paco. Wenn sie uns erleuchten sollten, teile ich es dir mit. Okay. Was ist das? Wow, wie wunderschön. Hey, soll das der kleine Junge sein, der gestorben ist? Er ist mehr als nur das. Er steht für diese ganze Region und dafür, wie alles verbunden ist. Durch Wasser? Es ist der Quell allen Lebens. Okay. Ich hab so eine ganz dumme Befürchtung gerade. Welche? Dass ich die Wasserstrahlen so zusammenbauen muss, wie die da stehen. Wäre natürlich möglich. Mit den Abzweigungen und so. Ich mach mal ein Foto von. Hab ja schon lange kein Foto mehr geschossen. Ja, Fotos machen ist, glaub ich, nie verkehrt. Ich will ja nichts sagen, aber ich finde das gerade sehr verwirrend. Sehr verwirrend, das ist gerade. Ich habe wieder überhaupt keinen Anhaltspunkt, was ich machen muss.
versuche jetzt nämlich gerade einfach wieder zu dem Haus zu kommen. Mal guck mal, hier ist nämlich ein Wasserweg. Ne, das ist ein ganz normaler Weg. Ah, der geht zu der Zugbrücke. So, gehen wir nochmal da runter. Oh! Oh! Grüß dich! Du bist's. Gott sei Dank bist du da. Achenar hat meine kleine Schwester. Er will sie töten, wenn ich nicht dabei helfe, Serenia zu plündern. Warum glaube ich ihm nicht? Ich weiß, du hast keinen Grund, mir zu trauen. Du hast gesehen, wie ich den Ernter gesprengt habe. Aber ich tat es, weil Achenar die Gedächtniskammer vergiften wollte. Die Gefangenschaft in Haven hat ihn völlig verrückt gemacht. Er will all das zerstören, was durch Vaters Hand jemals entstanden ist. Wollt ihr beide? Ihn unbedingt stoppen. Geh zurück nach Tomana. Und finde meinen Vater. Erzähl ihm alles, was hier geschehen ist. Aus irgendeinem Grund hat Achenar Angst vor Vater. Bring ihn am besten einfach hierher. Dann gelingt es uns vielleicht zu dritt, meinen kranken Bruder in eine Falle zu locken. Ich versuche, ihm Yisha zu entreißen, während du fort bist. Jetzt geh. Ich traue dem anderen Bruder eher. Geh schon, bevor es zu spät ist. Ich traue beiden Brüdern nicht. Ja, aber einer hat gesagt, du sollst den Vater hinbringen und einer hat gesagt, du sollst ihn lieber nicht herbringen. Die sind doch beide Balabala. Ja. Ist das wieder da?